Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2 mit dabei der Crazy252. Hallo. Und meiner einer der Josh LP. Und ja, das musste gerade so monoton sein, denn ich bin ein Roboter. Was? Hä? Ja. Nee, gerne. Okay. Soviel zu dem Thema. Weiß es, was irgendwie geklappt hat, hat es noch nicht geklappt, aber ein bisschen flüssiger läuft das, finde ich. Ah, okay. Und ich habe gerade herausgefunden, warum man nichts mehr craftet. Warum? Oh. Weil ich aus Versehen den Crafting-CPU abgeklemmt habe. Sag du nochmal, ich hätte es nicht zu meinem Kabel verlegen. Entschuldigung, ich hatte da hinten gerade umgebaut. Ja, ist ja nicht schlimm. Was gibt's Neues? Ich drück's mal so aus, wir haben hier jetzt mal eine Obsidian-Chest bei den Cobblestones gemacht, weil ich hab mal den Mongo-Dosch gebracht. Ich wollte mal so 2-3 Igneo-Sticks wieder dran klatschen und ich hab vergessen, Shift loszulassen. Das ist jetzt ein Stack, das sind 64 Igneo-Sticks Truder. Und wenn wir jetzt mal in die Truhe schauen. Rechts bei der gerade auch. So? Ja. Jetzt okay. Ja, ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Alter, 37 schon. Ich sag's dir. Wir haben morgen den Nachtwachen. Hab ich auch so das Gefühl. Wenn ich dann haben wir morgen sogar schon zwei. Ja, was gibt's noch Neues? Ah ja, wir haben Austrian quasi den Extruder fertiggestellt. Ja, da hat nur wenig gefehlt. Das Rezept kannst du da drin löschen. Ja, ich muss eh nochmal unten eintippen. Extruder. So, haben wir. Jetzt werdet ihr euch vielleicht nochmal wundern, falls ihr es schon gesehen habt, warum ich hier so ein bisschen neue Rüstung habe. Das ist ganz einfach. Ich hatte jetzt nach der letzten Aufnahme ist uns aufgefallen, dass wir ein bisschen wenig Chancen haben und dachte ich mir, komm on, gehst du mal ein bisschen farm und ich hatte einen richtig doofen Bug. Ich bin gestorben. Ich bin okay. Angry Enderman, war ich one hit. Direkt danach, was passiert? Okay, ich schiebe wieder hin, baue den Grabstein ab, kein Item droppen. Kein einziges. Mein ganzes Equip war weg. Also durfte ich mir quasi alles nochmal von vorne machen. Achso, was ich hier gefunden habe. Guck mal hier in die Diamant-Chest rein. Unten. Ne. Power Armor Chestplate und Freerunners. Wo sind die her? Die habe ich gefunden da drin. Nachdem du tot warst. Aber sonst nix. Random! I don't know. Also ich habe vorher nichts gemacht, ne? Okay. Dann kann ich, was mir nochmal gerade einfällt. Wir hatten ja letztens nochmal die, sag mal schnell, die Enderperlen automatisiert. Im Barrel sind ja 42. Wir haben jetzt ein ganz schönes Feld hier. Ja. Das ist doch besser gelaufen, als ich dachte. Ein bisschen. Na, immerhin haben wir jetzt was. Weißt du, ich komme heute nur auf den Server, schau mal, wie viel wir haben. 1548 Enderperlen. Ja, also ich habe ja schon mal 500 davon sorgt, ne, vorgestern. Oh Mann. Ja, der Extruder wollte ich mir noch aufstellen. Ja, da. Da bräuchten wir mal ein Copperkabel. Warte, warte. Warum? Warum? Mal schauen. Okay, kannst du nur ohne Probleme hinstellen. Du wolltest wegen Maximum Input, ne? Ja. Hier hin. Hier hin. Ach komm schon. Ich hab dafür jetzt extra ein Kabel rausgeholt, das lasse ich jetzt schon stehen. So, wie funktioniert der Extruder? Wir können hier einfach neue Ingots reinziehen mit einer Extruder Shape. Die kann ich mal zeigen, wie die gemacht werden. Wir haben schon eine.
Sei froh, dass du heute diesen einen Vorfall hattest. Was denn? Also, wir können jetzt hier überall einfach hier eine Plate Extruder Shape machen mit einer Empty Shape Plate und einem Cutter. Oder für eine Rod. Oder für einen Bolt. Oder für einen Ring. Oder für eine Zelle. Irgendwas sieht irgendwie komisch aus. Ja. Wire, Casings, Zahnräder, Pickaxe-Kopf, was? Natürlich sollte ich einen Sandsteinpickaxe machen, statt einfach zwei Stöcke mit ein bisschen Eisen. Nö, das muss ja erstmal in den Extruder und danach in die Sandwich-Maschine mit zwei Watts. Ist das Boah. Cracktech? Ja, weg dir für den Arsch. So. Nebenbei sind wir schon gerade dabei, den Blast Furnace aufs Maximum zu upgraden. Wir haben Weil. oben noch einiges vergessen. Hä, was? Hä? Hä? Conveyor Modules. Also, ja. Ja, warte, ich mach gleich mal drei. Für die, die es noch nicht kennen, Conveyor-Modul wird draufgeklatscht, wird eingestellt, dass Input erlaubt wird und dann so ein ME-Interface drauf Ende. Eins habe ich, dann Was willst du es ich. machen? Mach du schon mal, ich glaube, das wird noch auf genug gezeigt. Oder habe ich sogar Okay. schon mal gezeigt. Weißt du, als ich gerade am Überlegen bin? Was? Brauchen wir ganz ehrlich die ISO für den Miner? Wollen wir die nicht über hier rüberstellen schon? Wohin, wohin, wohin? Zug weg, Tech. Ja, hast mal das die Range auf Lossless gestellt? Ich habe mir mal nachgeguckt, das geht doch nicht. Frag mich nicht wieso. Cool. Greg, was ist da passiert? Ja, also ich bin der Scheiße und ich wollte dich ärgern. Merke ich. Dann habe ich nochmal heute hier die Fauci Farm automatisiert. Hier über diesen Basic Export Bus wird jetzt Fertilizer hier reingeklatscht und aus dem Bubble kommt jetzt automatisch immer Erde nach. Das heißt, wir müssen es nie wieder nachfüllen, außer irgendwann mal Erde. Das ist auch so ein Widerspruch an sich, ne? Wir müssen es nie wieder nachfüllen, außer irgendwann Erde. Ja, passiert. Na? So. Wie sieht das denn jetzt mit dem Blast Furnace aus? Alter! Was denn? Bei mir kam wieder da, kam gerade ein Geräusch. Du hast mich nicht geschlagen und ich habe die Hose auch nicht an. Nein, 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 nein. Von meinem Leusmelter. Ach so. Für den Blast Furnace, da brauchen wir die Heil. Ja, müssen wir noch heilig richtig ran können. Mäh. Brauchen wir die Highly Advanced Machine Box, oder? Nee, die Advanced Machine Casing, so rum. Ja, ich wollte gerade sagen. Wird gemacht aus Data Control Circuit, einem Highly Advanced Machine Lock und Chromplatten. Oh, Chrom werden wir noch einiges brauchen. Schauen wir mal, wie viele können wir schon auf einen Schlag herstellen. Null. Gut, wir brauchen noch Highly Advanced Machine Lock. Ja, da bin ich gerade am machen. Gut, mache ich dann schon mal was. Muss nur noch die Steel Casings machen. Bin schon dabei. Dürfte Stahl ein Ding sein, oder? Ja, kann mal 6 gerade machen. Okay. Alle Advanced Maschinen. Ich mach mal 6 Stück. Achso, wir haben gerade mal 16 Data Control Circuits für. Ah, wie viele gibt es noch mal? Ach, keine Ahnung gerade. Auf jeden Fall Ich nicht unbedingt viel. nehme auf jeden Fall schon mal direkt 2 Eimer mit. Dann mache ich das jetzt schon mal. Weil, soweit ihr das noch wisst, ist hier oben drin Lava. Ich bin so ein Held.
Wieso? Ich jump erstmal in die Lava. Ja, ich muss mich noch an die Powersuit gewöhnen, bin ich ehrlich. Hab mal noch nicht mal an. Ja, ganz ehrlich, nachdem ich das System richtig konfiguriert habe mit dem Kinetic Generator oder wie der heißt, das ist eigentlich richtig awesome. Weißt du, wo ich gerade die ganzen... Ah, da sind die ME-Kabel. Okay, wir brauchen eigentlich nur noch 10 Advanced Machine Casings. Sehen. Okay. Will ich mal kurz... Natürlich werde ich jetzt auf WhatsApp angeschrieben. Wie sollte es auch anders sein? Echt von mir. Ja, das ist mir klar. Na, ich schaff's auch oft genug, ne? Gut, einen. Obwohl, ich nehme den aber lieber nochmal raus. Jetzt haben wir dafür nochmal ein paar Reinforced Machine Casings. Und weißt du, was mir gerade mal auffällt? Was? Weißt du, wofür wir auch nochmal richtig viel Chrom brauchen werden? Wofür? Für das teuerste vom Ganzen. Du gerade schon mal gesehen, was lang das jetzt gerade noch? Warte mal, der Explorer steht ja. Okay, dann kann ich da nicht schon mal einiges vornehmen. Ich mache mal gerade ein. Brauchst du gerade den Plate Bending? Nein? Wieso? Dann mache ich mal ein paar Stahlbahnen. Stahlplatten. Meinte ich ja. Schmeiße doch in den Extruder. Das wäre irgendwie klug, ne? Ja. Obwohl, der wird gleich vom Alloys Mel vom ME gebraucht. Dann lass. Das ist nicht für die Data Storage Circuits. Ich mache dann wieder ein bisschen Chromdust. Haben wir noch Zellen da? Ja, schon mal. Da sind nur noch Blue-Zellen. Auch jetzt mal hier die Compressed Air Cells leer, die brauchen wir eh nicht. Hält man die überhaupt her? Die Compressed Air Cell? Oder was? Nein, den Chrome Dust. Chromdust? Schon mal den Electrolyzer, da siehst du es eigentlich schon. Aus, einfach so aus Ruby Dust? Ja, du brauchst 6 Ruby Dust und daraus kriegst du dann, wenn genug Zellen vorhanden sind und genug Strom, kriegst du dann Chromdust. Okay, Mehr ist wusste ich es nicht. nicht. Ja, okay, hab's gerade gesehen. Chrome Dust. Ich meine, du kriegst da nur ein Chrom raus. Ich will jetzt mal gerade wissen, wo man noch alles Chrom herbekommt. Ich glaube, das ist nicht so awesome viel. Ja, Messe, bla bla bla. Ja, Nichrom ist klar. Ja. Kanthal. Ovarovitas, das, da haben wir glaube ich auch noch sogar was von. Ja, Ruby Dust machen wir. Chromit. Ich glaube Chromit. Ultim. Ja, Stainless Steel. Wow, Happy Birthday. Wir müssen auf jeden Fall echt nochmal ein paar Rubine farmen. Es wäre am besten, wenn wir dafür wirklich mal den im Nether die ganzen Nether-Rubine abfarmen würden. Oh. Hast du das auch gerade gehört? Ich habe nur ganz leicht was gehört. Die Maschinen sind gerade auf leere Energie gestoßen. Also auf wenig Energie. Willst du mich verarschen? Nee. Hier sind noch 29.900, nee, 299.872 EU drin. Der Extruder läuft nicht. Wo ist der Extruder? Hier. Zumindest der will nicht laufen, warum auch immer. Wollte eigentlich. Aber arbeiten tut er ja jetzt. Ah, jetzt auf einmal. Hat er eins gemacht? Es ist. Ja, kann sein.
Dann war es mal wieder ein Grafikfehler. Entweder ein Grafikfehler oder das Rekollekt. Müssen wir mal beobachten. Wenn es nochmal auftaucht, sagen wir Baker Bescheid. Vielleicht ist das noch eine Einstellungssache. Ja. Okay, Stahlplatten. Wrench. Ich mach mal drei. Du bist gerade wieder mal eh dran, ne? Ja, Entschuldigung. Ne, ich muss eh noch gerade eintippen, ist nicht schlimm. So, und jetzt reicht schon ein bisschen, jetzt kommt nicht mehr aus. Nö, jetzt reicht schon die Data Control Circuit nicht mehr aus. Data Control Circuit war Data Storage Circuit und Prozessor Circuit Board. Die werden gerade schon produziert. Okay, sehr schön. Das dauert halt ein bisschen, weil die Advanced Circuits ein bisschen Ja. lahmarschig. Also wir nutzen da momentan einen kleinen Bug. Ja, wir haben nämlich aus Versehen ein Crafting-Rezept für die Data Storage Circuits gefunden, ne? Warum auch immer. Auf jeden Fall findet man es jetzt nicht mehr. Christian, merke, es ist erst ein Bug, wenn der Modpack-Entwickler davon Bescheid Keiner von uns schaut hier, kein Mod-Entwickler schaut hier die Videos, also. Modpack-Entwickler. Oh. Ja. Bezweifle, dass er mal reinschaut, oder? Sag das nicht zu laut, Baker schaut schon noch rein. Was könnte man dann nochmal machen? Weißt du, mein Filter, was man vielleicht mal machen könnte? Was? Eine Distillation Tower. Ja, da wollten wir ja eh mal in Angriff nehmen. Ich schaue jetzt erstmal ganz schnell. Wie viel haben nochmal die Ultimate Energy Cubes ausgegeben Weiß ich es letztes nicht. Mal? Weil jetzt wurde ja gedowngradet. Oh. Klingt böse. Auch gerade schon überall. Da, Distillation Tower. Dafür brauchen wir. Okay. Also wir haben unser erstes Problem. Ah ne, ne, stopp. Okay, doch kein Problem. Wie lange dauern circa die. Was fehlt uns jetzt? Data Storage, oder? Ja. Oh, der Elektrolyzer arbeitet doch gerade gar nicht. Doch, tut er. Der zeigt Langsam. insufficient energy line. Ich habe eine Idee. Alter, natürlich werde ich das Auto direkt auf Facebook angeschrieben. Dankeschön. Warum hast du auf Facebook offen? Ich habe doch gerade geöffnet wegen dem Distillation Tower. Ah.